Ich bin komplett verzweifelt. Ich bin das erste Mal seit langem wieder so an einem Punkt angelangt, wo ich mir so denke, ich bin froh, wenn ich mit dem ganzen Scheiß durch bin. Hallo Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, ihr seht, ich habe genau den gleichen Look wie in meinem letzten Video, denn ich habe euch heute was zu erzählen. Also normalerweise kommt ja heute ein Vlog online, wie ihr ja eigentlich auch jede Woche seht, meine Weekly Vlogs. Oh mein Gott, ich kann dieses Wort immer noch nicht aussprechen. Aber letztes Wochenende hatte ich echt keine Zeit zu vloggen, denn es ist ein Thema, was mir momentan echt Kopfschmerzen bereitet. Ich bin wirklich ehrlich. Und zwar wisst ihr, dass ich eine Ausbildung mache zur Mediengestalterin und ich schreibe genau heute in einer Woche, also am 1. Juni, meine Abschlussprüfung meiner Ausbildung. Döde. Ja, und wie ihr euch vorstellen könnt, bin ich echt richtig viel am Lernen. Also ich habe jetzt eine Woche Urlaub ab. Ja, ab gestern, seit gestern so. Und ich bin jetzt halt nur noch am Lernen, schon seit Wochen. Und ich denke echt an gar nichts anderes mehr. Und ja, ich wollte einfach offen und ehrlich zu euch sein, dass ich es halt wirklich einfach nicht geschafft habe, ein Video zu drehen, einen Vlog, in dem ich happy sein kann und euch zeige, was ich am Wochenende alles mache, weil das ist halt einfach jetzt mal nicht der Fall. Und warum ich jetzt hier sitze, ist, ich wollte euch diese Woche nicht ohne Video lassen. Und die andere Sache ist, richtig, wirklich. Unglaublich, eigentlich gerade mit das meist angefragteste Video neben meinen Fingernägeln ist, ob ich ein Video zum Thema Ausbildung machen kann. Was ich für eine Ausbildung mache, euch darüber erzählen, weil so unglaublich viele von euch es interessant finden, was man als Ausbildung, also die Tätigkeiten einer Mediengestalterin in der Ausbildung sind. Und die ganze Zeit dachte ich mir halt immer so, okay, machst du da jetzt wirklich ein Video drüber? Weil man kann es ja überall nachlesen. Aber irgendwie hat euch so interessiert, was ich auch vor allem in meiner Ausbildung gemacht habe. Und es stimmt, jede Mediengestalter-Ausbildung ist eigentlich echt anders, weil es kommt darauf an, ob man in einer Zeitung ist oder in einer Werbeagentur. Und es kommt darauf an, welche Fachrichtung man hat, weil es gibt echt super viele Fachrichtungen. Und naja, im Prinzip, die Aussage dieses Videos soll sein, mich würde jetzt wirklich mal in den Kommentaren interessieren, nachdem ich mich dazu entschieden habe, nach meinem ganzen Prüfungsstress ein Video über meine Ausbildung zu drehen, also alle Fragen zu beantworten, brauche ich erstmal Fragen von euch. Also natürlich kann ich euch das ganze Rundum-Paket erzählen, aber es würde mich viel mehr interessieren, wenn ich eure Fragen beantworten könnte direkt. Und ich habe mir das Ganze so vorgestellt, ich würde richtig gerne nach dem super tollen Feedback zu meinem Snapchat-Q&A-Video sehen oder euch zeigen, wer diese Frage mal gestellt hat. Also ich mache im Prinzip dann einen Screenshot von eurer Frage, blende die hier ein und antworte direkt darauf. Also man könnte es ein YouTube-Question-and-Answer-Video nennen, falls es das gibt. Vielleicht bin ich auch die Erste, die es macht. Naja, jedenfalls, also ganz kurz, um euch auf dem Laufenden zu halten, weil normalerweise der Vlog euch ja immer auf dem Laufenden hält, was mein Privatleben angeht. Also, heute ist Mittwoch. Ich bin überkrass am Lernen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ich bin komplett verzweifelt. Ich bin das erste Mal seit langem wieder so an einem Punkt angelangt, wo ich mir so denke, ich bin froh, wenn ich mit dem ganzen Scheiß durch bin. Und ich bin echt ehrlich zu euch, weil ich wirke immer so nett und so positiv und, also nett bin ich auch, aber vor allem auch positiv. Aber jetzt gerade ist echt so ein Punkt angelangt, wo ich einfach nur so denke, ich kann nicht mehr. Ich habe überhaupt keine Motivation mehr und ich fange langsam auch an, Ausreden zum Lernen zu finden. Also wieso ich gerade nicht lernen kann. Aber diese Ausreden gibt es nicht, weil ich habe jetzt Zeit. Also, ne, letzte Woche halt noch nicht, weil da habe ich dann halt volltags gearbeitet und hatte auch noch Schule und habe Klassenarbeiten geschrieben und alles. Aber jetzt habe ich halt Zeit und jetzt wird auch echt viel gelernt. Aber davor habe ich halt immer so gesagt, so, na, heute kannst du nicht lernen, weil, und deswegen lernst du morgen. Und Leute, es ist echt schlimm. Naja, jedenfalls möchte ich euch dann in diesem Video, also, nee, noch einmal auf dem Laufenden halten. Ich schreibe nächste Woche Mittwoch, also am 1. Juni, meine Abschlussprüfung Theorie. Dann habe ich eine Woche später, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, habe ich meine praktische Prüfung, wovor ich aber keine Angst habe, weil ich wirklich einen guten Ausbildungsbetrieb habe, was das angeht, der mir die praktischen Sachen gezeigt hat. Und daher bin ich da echt richtig entspannt. Ich habe wirklich nur mega Panik vor Theorie, aber ich habe auch echt Prüfungsangst. Also vielleicht liegt es auch einfach daran. Und dann bin ich durch. Also am 24. Juni ist alles vorbei. Dann habe ich 3 Jahre Ausbildung geschafft, dann habe ich einen neuen Meilenstein in meinem Leben erreicht und kann sagen, ich habe jetzt eine Basis, um in die Zukunft zu gehen. So. Weil ich immer gesagt habe, Ausbildung oder ein Studiengang ist so unglaublich wichtig, um so eine Absicherung zu haben, falls irgendwas nicht klappt. Also zum Beispiel fragen mich halt auch so unglaublich viele, Coco, wirst du YouTube irgendwann hauptberuflich machen? Und man weiß es nie. Man weiß nie, was im Leben kommt. Deswegen sagt niemals nie. Aber
man sollte, finde ich, immer so eine Basis haben, auf die man zurückgreifen kann, falls irgendeine Entscheidung mal nicht funktioniert. Man sagt, okay, ich habe aber diese gewisse Absicherung, um von dort aus dann immer wieder in verschiedene Bereiche zu gehen. Und ja, bestenfalls, wenn ich alles bestehe, habe ich diese Basis und deswegen möchte ich da gerne ein Video drüber drehen, um euch vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, einen Schritt weiter zu sein, was eure Basis sein könnte. So. Und genau, deswegen seid jetzt so lieb, schreibt mir alles, einfach alles, was ihr zum Thema Ausbildung, zum Thema Mediengestalterin wissen wollt, in die Kommentare. Ich möchte so viele Fragen wie möglich rein und das wird auch kein 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten Video, so wie ihr auch ganz oft sagt, irgendwie, guck mal, deine Videos gehen immer nur 3 Minuten. Nein, das wird ein richtig langes Video, wo ich euch einfach alles versuche zu erklären, weil ich wirklich jeden Tag so viele Nachrichten dazu bekomme und irgendwann so dachte so, okay, ich muss es wirklich drehen. Und ja, schreibt mir alles zum Thema Ausbildung, schreibt mir gerne auch alles zum Thema Prüfung. Ich beantworte euch auch gerne meine Tipps, wie ich lerne oder versuche zu lernen. Wirklich, ich bitte euch einfach nur, alles reinzuschreiben, weil, ja, ich glaube, das fällt mir dann einfacher, dieses Video zu drehen. Ich werde das Video auch erst drehen, wenn ich mit meiner kompletten Prüfung durch bin, dann kann ich euch nämlich von A bis Z wirklich alles sagen. Ja, aber so viel erstmal dazu. Ihr merkt schon irgendwie an mir, ich bin so die ganze Zeit so voll so, weil, ja, ich weiß, dass jetzt die krasseste Zeit, die krasseste Woche losgeht seit langem wieder. Und ja, trotzdem wird am Sonntag ein Video kommen, also es wird trotzdem ein Video kommen, außer nächste Woche Mittwoch an meinem Prüfungstag. Ich hoffe, ihr versteht das, aber ich habe jetzt echt keine Zeit mehr vorzudrehen. Es tut mir auch wirklich leid, aber ja, der Kopf ist jetzt komplett nur noch für die Prüfung da und ich hoffe, das versteht ihr dann, dass nächsten Mittwoch kein Video online kommen wird. Aber ja, so viel erstmal dazu. Also ich bin gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren. Ich freue mich auf das Video, wenn ich mit der ganzen Prüfung durch bin, freue ich mich auch mega, dann wieder endlich freien Kopf für YouTube zu haben, weil glaubt mir, ich habe schon so eine lange Liste mit richtig coolen Videos, die kommen werden. Und ich glaube, ihr werdet euch darüber freuen. Ich sag nur, Morgenroutine, meine Autotour und. Also seid auf jeden Fall gespannt. Es werden auch viele Haarfrisuren kommen, aber ich will nicht zu viel verraten. Ja. Wie ihr es schon kennt, ihr findet hier meine letzten zwei Videos. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da einschalten würdet. Und ich habe euch alle lieb. Wünscht mir Glück für meine Prüfung. Und ja, bis Sonntag. Tschüss.